Okay, jetzt sehe ich gerade, wir sind hier bei den Konzertgitarren. Genau. Jetzt sind wir hier bei uns in der Kaya-Ecke. Kaya sind die klassischen Konzertgitarren von Lakewood, werden alle bei uns in Gießen auch gebaut. Haben den anderen Namen, um sie wirklich von den Lakewoods zu trennen, weil es ein anderes Genre ist, die Konzertgitarre mit Nylonsaiten. Da haben wir auch verschiedene Modelle. Und in diesem Jahr will ich mal auf zwei Modelle im Besonderen eingehen. Und zwar haben wir hier rechts die Kaya Identity Edition, so nennen wir sie. Und zwar sind das Gitarren, die in Zusammenarbeit mit Gitarrenbauern gebaut wurden. Es ist so, ist ein kleines bisschen erklärungsbedürftig, aber man kann es auf der Webseite zum Beispiel auch nochmal nachlesen. Bei diesen Gitarren sind die Decken, links die Decke vom Tobias Berg, beleistet und mit der Schallaucheinlage versehen und rechts das gleiche vom Carsten Kobs aus Hamburg, Decke beleistet und seine Schallaucheinlage. Und dann schicken die diese Gitarrendecke zu uns und wir vereinen sie sozusagen mit der bei uns gebauten Kaya. Und damit haben wir die Möglichkeit, mal ein bisschen Vielfalt, also klangliche Vielfalt von Gitarren auch zu zeigen, indem man eine Kaya auf eine andere Art mal interpretiert, auf die Weise von Tobias Berg interpretiert oder auf die Weise von Carsten Kobs. Und das Interessante daran ist, dass wir damit ein bisschen die Lücke schließen zu diesen Gitarrenbauer-Gitarren, nenne ich sie mal, die Meistergitarren. Eine Gitarre vom Tobias Berg oder Carsten Kobs kostet im Normalfall zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Das sind also wirklich so richtige Solisteninstrumente. Und für jemand, der mit einem Auge so ein bisschen in die Richtung auch mal schielt, der kann in einer Kaya eben schon mal ein Stück Tobias Berg oder ein Stück Carsten Kobs klanglich auch erleben. Und ja, auch eine klangliche Interpretation der Kaya sozusagen auch bekommen. Ja, das ist so das Wichtigste. Man kann es, wie gesagt, nochmal auch etwas detaillierter nachlesen auf www.kayaguitars.de. Und ja. Betrifft es dann besonders auch Serienmodelle auch wieder, die rauskommen? Oder ist es auch wieder auch so Build for Order? Oder? Das ist im Prinzip es ist schon ein Serienmodell. Also die, so wie sie da hängen, ist die fest in der Preisliste und als Modell erhältlich. Und wir bauen davon natürlich jetzt nicht unendlich viel Stück, sondern das ist immer so, dass man dann 4, 5 Gitarren davon vorrätig hat. Und wenn die verkauft sind, dann machen wir wieder einen Schwung nach. Was mir gerade auffällt, wenn ich kurz fragen darf, hier vorne die Kaya K14 ZCP, die hat so ein Cutaway. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja. Also hat es jetzt einen besonderen Grund? Ist es nur vom Stil her oder ist es wegen dem Sound? Oder? Das ist beides sicherlich so ein bisschen. Einmal ist es die sozusagen minimalinvasive Form des Cutaway, dass man wirklich nur vorne, wo man mit der Hand herumreicht, einen kleinen Ausschnitt wegnimmt. Man erhält dabei natürlich ein bisschen mehr vom Korpusvolumen. Von hinten sieht man gar nicht, dass die Gitarre ein Cutaway hat. Und ja, vorne ein bisschen Deckenfläche, ist weniger, was man beim Cutaway aber immer hat. Da vorne passiert klanglich auch nicht so viel. Also das ist nicht zum Nachteil der Gitarre und ist natürlich ein ganz schönes optisches Designmerkmal auch. Mhm. Ja, das sieht stark aus. Ja, das finden die Kunden auch ganz klasse. Das wird sehr gerne angenommen. Ja, Markus, ich bedanke mich vielmals bei dir für die vielen Informationen und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe und bis zum nächsten Mal.